Meine Lieben, hier bin ich wieder, Sebastian. Meine Motivation ist, die ist nicht mehr so da irgendwie. Ja, was soll ich jetzt verkünden? Aber ich entwickle mich jetzt, ja, nicht in Stillstand zurück oder so. Ist einfach so, dass die Ängste momentan vermehrt wieder da sind. Letzten Freitag war so ein christliches Event, da wollte mein Sohn gerne hin. Bin ich natürlich hingegangen, aber ich kann sagen, davor, mir stand wirklich die Kotze im wahrsten Sinne des Wortes bis hier oben. Ja, ich war einfach zu ängstlich. Das war einfach ein scheiß Erlebnis so. Ja, weil im Vordergrund verspürt man immer Angst, halt nicht den Rest. Ja, der Rest zieht so an einem vorbei, weil man sich nicht auf das da einlassen kann. Dann sind wir da hingefahren, meine Frau hat uns hingefahren. Und dann standen da so andere mit Schildern, die haben da so rumgeschrien, ha, 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 jo, ja, so auf die Art. Und da stand da drauf, du bist schön und so. Da habe ich mich wirklich peinlich berührt gefühlt. Das war mir too much alles, wirklich. Das war mir einfach zu viel, ja. Ich war eh schon aufgeregt und dann stehen die da alle und heißen einen willkommen. Das war mir zu viel. Da wäre ich am liebsten wieder rückwärts weggefahren oder meine Frau, so hätte ich ihr gesagt, komm, fahr jetzt wieder nach Hause. Es macht keinen Sinn hier. Aber ich habe es trotzdem gemacht und hier und da gab es ein paar schöne Momente, aber irgendwie war die Angst da. Das merkt man dann. Da war auch jemand, mein Sohn geht ja in eine Gemeinde und da waren auch andere aus der Gemeinde, paar kenne ich so vom Sehen und dann sehe ich da einen, dann wink ich so, ne, und aus der Angst heraus winkt man so und macht gleich diesen. Ja, man dreht sich gleich um, dass der andere, dass man keinen Blickkontakt mehr hat, dass der andere vielleicht nicht machen kann, hier, du, komm mal her, hier wollen wir reden, sondern stur gucke ich weg, ja, dass da bloß nichts, ein weiterer Kontakt entstehen kann, dachte ich mir auch so, jo, ernsthaft, machst du das ernsthaft so, ja, das ist irgendwie so eine Blockade, dass man sich nicht traut. Natürlich, ich habe gesagt, wenn ich das dann bemerke, versuche ich was gegen zu machen, an dem Tag habe ich es wieder nicht gemacht, aber danach so die Tage habe ich versucht, Leute einfach auch länger anzugucken und da jetzt nicht so diese Automatik ablaufen zu lassen. Heute hat auch meine Schwägerin Geburtstag, das habe ich auch vor 2 Tagen erfahren und da gleich kommt erstmal eine riesen Angst hoch in dem Moment, wo du fährst. Meine Schwägerin hat Geburtstag am Mittwoch, wir gehen hin. So, in dem Moment kommt gleich die Angst und Panik auf, ja. Wirklich, man verspürt gleich eine Angst. Das ist natürlich, hat sich da ein bisschen gelegt, ja, wo ich das erfahren habe, war das natürlich erstmal, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So auf die Art, so wollte ich gar nicht, so, das irgendwie wollte ich gar nicht, ja. Jetzt ist das heute trotzdem, habe ich die Hoffnung, ich weiß, das ist gemein irgendwo, dass wir heute nicht dahin gehen. Weil es mir einfach zu viel gerade. Ich habe, ich versuche anders mit umzugehen als früher. Also wenn ich dran denke, merke ich gleich, wie ich so ein bisschen feuchte Hände bekomme, ein bisschen mehr Angst bekomme. Versuche ich das, ich hatte so 2 Methoden. Entweder ich versuche gar nicht an das Ereignis zu denken, weil das bringt ja nichts. Was soll ich in Angst verspüren? Was soll ich mich damit auseinandersetzen? Also ich versuche das einfach zu verdrängen, dass wir da heute vielleicht hingehen. Das klappt mal gut, mal nicht. Ja, das ist ja, muss man sich halt anderen Dingen widmen. So, dann funktioniert es manchmal, aber es taucht dann immer wieder auf. Oder aber ich versuche halt dem Ganzen die Angst zu nehmen, indem ich sage, hey, da ist doch gar nichts Schlimmes. Da ist ja auch nichts Schlimmes dabei, Sebastian, wenn du da hingehst. Was soll mir passieren? Mir ist es unangenehm, weil ich wieder über Arbeit reden. Ja, okay, aber ich werde es überstehen. Ja, wahrscheinlich, ich mag diese Unfreiheit nicht, so dass man einfach nicht ist, wie man ist, so wie ich jetzt hier gerade bin, in dem Moment, so könnte ich da niemals reden, wisst ihr, und dann ist das ja Ganze nicht entspannt, nicht schön, sondern dann ist das so ja, nee, nein, danke, ich will nichts mehr, dann ist das unnormal einfach, ja, durch die Angst vergeht einem alles. Aber ich versuche halt das Positive, es würde mir hier nichts passieren. Früher hätte ich dran gearbeitet schon, wie kannst du da denn heute nicht hin? Okay, du hast einen Hund, du musst mit dem raus, du musst irgendwie das lange hinauszögern, dass die abends gehen. Dann kannst du sagen, hey, ich kann doch gar nicht.
der Hund muss raus. Oder ich hätte mir bestimmte Ausreden gesucht, um das halt zu vermeiden. Hatte ich mir jetzt auch überlegt. Ich möchte einfach ehrlich sein. Ich habe mir gestern überlegt, komm, sag schon mal, dir ist voll schlecht, ja. Ziehst du bis heute, also bis zum heutigen Tag durch, sagst du, oh, und ich habe Durchfall und so. Ich kann heute nirgends hin, aber was soll das? Was soll das? Was ist das für eine bescheuerte Scheiße? Habe ich zum Glück nicht gemacht. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht wirklich, ja. Da kommt man wirklich aufgrund der Angst auf Ideen, die sind einfach, die verschlimmern das Ganze. Denn jetzt hätte ich so gespielt, mir ist voll schlecht, das muss ich ja auch durchziehen. Ja, bis morgen hätte ich es durchgezogen. So ein Lügner bin ich. Und wäre ich, habe ich ja nicht. Und das musst du ja durchziehen. Und wenn du es nicht gut spielst, dann sag, komm, hab dich nicht so. Du kannst trotzdem hingehen, ja. Da musst du das Schlechtsein spielen. Da musst du auf deine Ängste achten. Also das endet dann, kann dann natürlich noch viel beschissener enden, als wenn man sowas einfach weglässt. Deswegen habe ich das weggelassen. So Gedanken tauchen aber auf. Wie kann man das vermeiden? Das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man diese Ängste verspürt, dass man sich, ja, man möchte das ja vermeiden. Man möchte nicht die Angst verspüren. Das ist einfach ein Punkt, ja. Man möchte nicht die Angst verspüren. Es macht einen unfrei, es fühlt sich scheiße an, so. Deswegen versucht man, wie könnte man das vermeiden. Aber wie gesagt, ich vermeide ja nichts mehr. Ich habe diese Gedanken tauchen auf. Dann überlege ich mir kurz, soll ich das so machen oder nicht. Aber dann werde ich wieder klarer und sage, komm, lass das, ja. Lass das. Ich habe es mir heute auch kurz überlegt, ob mir jetzt vielleicht ganz kurz, ganz schnell schlecht wird. Was für eine verrückte Kacke. Ich lasse es einfach sein. Ich versuche, das Positive zu sehen. Hey, sei einfach, wie du bist, Sebastian. Sei einfach, wie du bist. Und wenn es jemand nicht passt, mein Gott, scheiß drauf, ja. Oder wenn jemand komisch guckt oder so, was? Was ist dein Problem? Ja, ich verstehe es nicht. Und ich habe dann auch Tage, die sind viel angstvoller. Heute geht es so, ja. Da ist es gleich am Morgen, da wirklich, das ist eine Automatik da, das ist so eine Scheiße. Da gehe ich mit dem Hund spazieren und ich wähle Wege aus, wo ich mir vorher denke, da würden die wenigsten Menschen vorbeikommen, die vielleicht auch einen Hund haben, ja. Und das ist dann wirklich schon panisch ist das, das ist einfach, das macht gar keinen Bock mehr, ne. Dann kommt so eine leichte Kurve im Wald. Und da merkt man, wie die Angst hochkommt, weil man nicht weiß, ob nach der Korbe vielleicht jemand mit dem Hund kommt. So ist das, wenn ich wirklich richtig angstvolle Tage habe. Wenn ich so wie heute, heute hatte ich zum Beispiel morgens nicht so einen angstvollen Tag, da geht das. Ja, da überlege ich nicht, wer kommt um die Korbe. Das habe ich letztes Mal bei mir beobachtet, ja, dass mir das dann eigentlich schnurzpiep egal ist. Da habe ich gar nicht diese Gedanken. Aber wenn ich in diesem Angstmodus drin bin, ist das wirklich alles ein bisschen panisch. Deswegen ist meine Motivation auch, ich weiß nicht so recht, wie ich das weitermachen, wie ich mich motivieren kann, dieses Gefühl halt, dem Gefühl halt sagen, du, hey, hör mal, ich habe keinen Bock mehr, lass mich in Ruhe, ich will motiviert bleiben, ich möchte das, ja. Da ist vornherein der Gedanke dann gleich, oh, das Angstgefühl ist wieder da, das fühlt sich nicht gut an. Ja, wie soll das einen motivieren, nicht? Das ist schon ein Kampf dann, ja. Auch der Kampf, wenn ich dann wohin gehe, zwischen, dass man immer mehr Angst bekommt, das äußert sich dann so, dass man immer stiller wird, dass man immer leiser redet, ja, dass man da wirklich ganz schwer rauskommt. Müssen wir da wirklich hingehen? Ich kann es gar nicht so nachmachen jetzt. Ja, es ist wirklich auch, wie ich mich dann ausdrücke, das ist ganz anders. Das ist sehr ängstlich, sehr, ich glaube, man merkt das dann ein bisschen. Kann ich so gar nicht so nachspielen, glaube ich. Irgendwie gelingt mir nicht. Ja, also ziemlich leise, ziemlich undeutlich äußere ich mich dann. Und dann ist immer so die Sache, ob man das bemerkt erstmal. Und dann ist die Sache, dass man sagt, fuck, ich will das nicht. Ich will das heute nicht. Ich will das heute nicht. Ich will raus. Ich will aus mir rauskommen. Ich möchte die anderen Leute treffen. Ja, ja, man muss sich, das ist Motivation, sich selbst motivieren. Aber manchmal ist man dann so angstvoll, dass die Worte sich reinschlingen. Ich will heute aber motiviert sein. Aber ich kann nicht lauter reden. Das ist so beschämt. Ja, so einfach. So diese Gefühle, das ist halt ja wie ein Krieg. Das wollte ich euch erzählen. So sieht es bei mir gerade aktuell aus. Ach, ich wünschte wirklich, das würde einfach alles verlaufen. Das würde weggehen einfach wirklich. Das ist so eine Kotze. Ich kotze gleich ab.
wenn man schon wieder dran denkt, dass ich nachher da hingehe, ja, dann ist die Motivation ist gleich weg. Ja, so wie ich gerade sage, bisschen lauter reden, das zieht gleich wieder in die andere Richtung. Bist du bescheuert? Aber dazu führt auch, dass die Angst wieder mehr Raum hat, dass ich euch gesagt habe, wie kann ich das vermeiden, ja? Ich habe jetzt viel länger geredet, auf einmal bricht das einfach ab, das Video. Also ich habe viel mehr erzählt, als jetzt hier irgendwie... Natürlich, das führt ja auch dazu, nicht, wenn man sich auf einmal überlegt, hey, du könntest das doch vermeiden und so, das gibt natürlich der Angst recht, indem man der Angst sagt, irgendwie bist du berechtigt. Ja, wenn wir das vermeiden würden, so könnten wir das Problem umgehen. Und das führt dazu, dass man vielleicht mehr Angst hat. Ja, also darauf muss man auch achten, ja, meine Lieben. Manche sagen ja auch, man soll einfach mit der Angst mitschwimmen, aber wenn ich mit der Angst mitschwimme, dann gehe ich unter, weil die Angst, die macht, dass ich nicht mehr weiß, wie ich schwimmen kann, ja, dass ich voll bescheuert schwimme, dass ich wahrscheinlich ertrinke in Panik. Also ich weiß nicht, wie man mit der Angst einfach, das ist einfach ein überwältigendes Gefühl, wo man in dem Moment, da sieht man ja gar keine Alternativen, also wie soll man mit was mitschwimmen, wo man eigentlich unter mitgeht? Ja, man geht ja unter mit der Angst, ist ja so, ja. Wo ist die Angst denn ein Freund im Leben? Ja, natürlich, wenn eine Schlange da ist und du hast Angst vor der Schlange, danke Angst, das ist gut für mich. Aber wenn ich einen anderen treffe und du machst mir so eine Angst, wie soll ich denn da mit der Angst mitschwimmen? Oder was soll ich denn da sagen? Herr, danke Angst, dass ich mir gerade in die Hose kacke. Vielen Dank, ich sehe, du bist mein bester Freund. Du machst die Situation wirklich glorreich für mich. Ich habe richtig Bock, andere zu treffen. Also ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Natürlich interessiert mich, würde gerne das auch rausfinden, wie man da mit der Angst mitgehen kann. Akzeptieren, die Angst akzeptieren auch, ja. Ja, das ist auch irgendwo wichtig, dass dieses Angstgefühl akzeptieren, es ist ja nun mal da, ja, das ist ja nun mal eine körperliche Reaktion, ich fange an zu schwitzen, es kann sein, ich werde mal rot, ich bin unangenehm, ich bin so beklemmt, einfach alles, so klein mache ich mich. Das ist natürlich, kann man ja nur akzeptieren, ne? kann man ja nicht sagen, das ist gar nichts. Okay, wenn man vielleicht so eine große, wie nennt man das, wenn man vielleicht so eine große Vorstellkraft hat, dass man sagt, hey, das Angstgefühl ist ja gar nicht da, vielleicht gelingt das. Aber ich glaube, wenn man das akzeptiert, die Angst, und ihr trotzdem da nicht, ich glaube, es funktioniert, wenn man die Angst akzeptiert und der ganzen Angst nicht so viel Raum gibt. Aber das ist, wie gesagt, auch wieder, darauf musst du kommen in dem Moment, darauf musst du kommen und das stoppen. Also es hängt, glaube ich, sehr viel von den Gedanken ab, wie man über sich selber halt denkt und wie man damit umgeht. Ne? Das merke ich ja selber, wie wenn ich mir wirklich vorher richtig mit der Angstwelle mitschwimme, dann merke ich auch, wie irgendwann einfach die Angst immer und immer größer wird, bis man da nicht mehr rauskommt. Der Tag ist dann gelaufen für mich. Ja, da habe ich am Ende auch gar keine, da will ich nur schlafen, da habe ich keinen Bock mehr. Ich komme da nicht mehr raus. Versuche ich es halt am nächsten Tag. Natürlich könnte ich vielleicht wahrscheinlich trotzdem rauskommen und das sollte meine Bemühung sein, wenn ich das merke, dass ich dann auf sage, stopp jetzt Angst, hör auf, du kriegst keinen Raum mehr. Aber meist ist man dann wirklich, ist anstrengend, ist ja auch anstrengend mit den Ängsten, will man nur schlafen, der Kampf ist an dem Tag einfach so verloren, ja. Das sagen manche, sieht das ja auch nicht als Kampf, so, ja. Es ist scheißegal, was andere sagen, wie du das zu sehen hast, ja. Ob das für die Angst für dich ein Freund ist, ob sie ein Feind ist, ob sie dir am Arsch vorbeigeht, wie auch immer du selber das siehst, das ist ganz egal, wenn es dir hilft, dann lass dir auch nichts von anderen einreden. Du kannst die Angst aber nicht als deinen Freund sehen, weil die macht dir ja Angst. So, wenn du damit gut fährst und dich gut fühlst, dann ist das für dich vollkommen okay. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es gibt ja immer wieder Leute, die versuchen, einen da bestimmt so mit Weisheit um die Ohren zu hauen, was man zu tun hätte, ne? Und jeder Mensch ist verschieden. Deswegen versuch das so, dass es dir am besten damit geht und nicht damit anderen es am besten damit geht, wie du damit umgehen sollst. Das war's von mir von heute. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, Sebastian. Adieu. Und wenn ihr Lust habt, schreibt gerne auch was in den Kommentarbereich.